Guten Morgen, eine neue Woche ist gestartet, heute ist Montag und gestern habe ich nicht mehr alles gefilmt, also am Sonntag, was genau passiert ist bis zum Ende, denn wir haben es zusammengebracht, die ganzen Kabel zu einem Strang zu vereinen und haben es in den Schacht geschafft. Also das ist mal soweit und ja, jetzt machen wir mal weiter. Guten Morgen, gestern war ein langer Abend, wir haben bis 10 Uhr in die Nacht gearbeitet und die Elektroinstallation fertig gemacht. Das war so viel Arbeit, hatte ich mir nicht gedacht, aber ich glaube, da kann man sich einiges sparen, wenn man das selber macht, also wenn man weiß, wie man das macht. Und ich bin gestern auch noch am Abend drauf gekommen, wie ich schon zu Hause war, dass ich zwei Kabel vergessen habe einzuziehen. Das habe ich heute in der Früh dann noch nachgeholt und jetzt sind die Leute von GTEC schon da und fangen mit der Schüttung an. Und das heißt quasi, jetzt gibt es kein Zurück mehr, es wird zugemacht und es ist endlich vorbei. Die Schüttung ist drinnen schon voll im Gange, man kann leider jetzt nicht mehr reingehen, deswegen spreche ich von hier draußen. Aber was noch passiert ist hier, ist auf der Terrasse sind die Dachdecker gekommen. Dachdecker-Terrasse, ja, das ist auch ein Dach sozusagen, eine Terrassenabdichtung. Das machen auch die Dachdecker, das haben die schon mal vorbereitet und die kommen morgen und dichten das noch hundertprozentig ab. Dann sind wir da unten auch dicht, das war immer so eine leichte Feuchtigkeit, was da reingesickert ist und hier drüben auf der zweiten Garage werden wir auch noch abdichten auf der Seite, da wo die Mauer abgeschnitten worden ist und dann sollte das zumindest mal für den Winter soweit alles dicht sein. Also diese Schüttung, das ist ja eigentlich nichts anderes wie so kleine Styroporkügelchen mit Wasser und Klebstoff vermischt. Und das passiert hier in diesem LKW drinnen, das zeige ich euch mal. Das sieht wirklich massiv aus, also da drinnen kaputt ist. Sieht aus wie eine sehr, sehr große Maschine. Und da drinnen wird das Material sein, das wird rausgepumpt und darüber und von da dann in einem Schlauch ins Haus. Und ja, so wird das nach und nach angefüllt. Sieht ziemlich lustig aus. Morgen ein neuer Tag und es ist schon fast Ende der Woche. Es ist schon fast alles passiert, aber was noch passiert ist, ist, die Terrasse ist jetzt abgedichtet worden. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, das ist so eine Matte drüber und darunter ist geflammt worden. Und ja, sieht sehr, sehr sauber aus und ich bin echt froh, dass das jetzt dicht ist da im Hintergrund. Heute werde ich noch hinten bei der zweiten Garage ein bisschen runterschaufeln, damit diese auch abgedichtet werden kann. Ordentlich über diese Kante da drüber, denn da haben wir ja die Mauer abschneiden lassen und jetzt können wir das abdichten und deswegen muss ich da noch etwas freischaufeln, damit wir da tief genug runterkommen, damit das dann nachher auch dicht wird. Musik an und los geht's! Hallo und herzlich willkommen heute am Wochenende. Es ist Samstag, der 19. Dezember. Es ist etwas frisch und wir machen heute mit der
Deckenverkleidung weiter hier mit der Leichenschalung. Und ja, dann schauen wir gemeinsam zusammen, denn hergeschnitten haben wir die schon mal, also zumindest die für da hinten. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir noch kommen.